Bei uns geht es jetzt zum Thema Sand. Normale Menschen denken bei Sand an Strand, Sonne, Meer, Entspannung. Tja, bei uns, wir haben uns da was ganz anderes überlegt. Limit the damage. Einer schaufelt Sand, fängt dann drei Laufen weg. Klingt einfach wie ein wunderschöner, großer Spielplatz. Und ich sehe rechts von mir, da hat Vincent Weiß, unser Kapitän der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft, ein Trikot, das ich so schön gebügelt habe, in der Hand. Ja, das habe ich schon wieder ein bisschen zunichte gemacht. Ja, danke. Aber was, du hast jemanden gefunden? Ich wollte meinen ersten Läufer mit in die EM mit reinnehmen. Bin sehr gespannt. Und ich bin mit ihm schon mal zusammen gelaufen und bin sehr weit gekommen mit ihm im Team. Und ich meine, die schnellsten Catches schon einmal gemacht heute und natürlich ein unfassbarer Profi im Parcours. Von daher gehe ich mit Norman in die Europameisterschaft auf jeden Fall. Von daher herzlich willkommen, Team Deutschland. Vielen Dank, Kevin. Und dann. Vincent, aber noch gehört er mir. Ja, noch darfst du. Ja. Noch gehört er mir. Und bei mir dann Vollgas geben, ja? Aber sicher. Norman, der Katzensprung, das erste Teammitglied im Team Deutschland beim Kapitän Hansi Flick alias Vincent Weiß. Jetzt beratet ihr euch mal, wer bei uns am Spielplatz schaufeln muss und wer wegrennen will. Machen wir. Wir sagen euch die Regeln auf unserem riesengroßen, wunderbaren Spielplatz. Der Fänger befüllt so schnell wie möglich einen Trichter mit Sand. Während des Befüllens sammeln drei Läufer Punkte, indem sie ihre Buzzer abwechselnd drücken. Der Fänger entscheidet selbst, wie hoch er den Trichter befüllt. Dann beginnt er, die Läufer zu fangen. Dafür hat er Zeit, solange Sand aus dem Trichter läuft. Mit jedem Catch wird dem Läuferteam ein Buzzerpunkt abgezogen. Ist der Trichter leer, dürfen die Läufer erneut die Buzzer drücken und der Fänger muss den Trichter befüllen. Nach 90 Sekunden endet das Spiel. Das Team mit den meisten Buzzerpunkten erhält 20, die nachfolgenden Teams 10 und 5 Punkte. Ja, die Regeln auf anderen Spielplätzen sind vielleicht etwas einfacher. Bei uns geht es dafür härter zur Sache. Habt ihr alle eingegeben, wer darf schaufeln und fangen? Und ja, ihr auch? Habt ihr schon? Christian? Kati? Ihr müsst euch entscheiden. Bitte gebt ein, wer fängt, wer läuft weg. Dann schauen wir doch mal auf das erste Duell. Und das ist wieder unser Sängerduell. Team Pietro Lombardi fängt Team Vincent Weiß. Und wer geht für Team Pietro an den Start? Das ist Aline. Also los geht's, geht auf eure Position. Und Jan, du sitzt ja eh immer bereit. Genauso ist es. Das Sandmännchen ausnahmsweise mal in Sat 1 und alle sind hellwach. Und im Prinzip kommt auch auf jeden eine Funktion zu. Denn die Leute, die gerade mal nicht laufen, kommen mit an die Bande. Auf geht's mit Limit the Damage. Lauf 1. Ja. Drücken. 3, 2, 1, Catch. Der Trichter, wo jetzt der Sand reinkommt, steht so ein bisschen außerhalb, damit eben das Spielfeld nicht zur Rutschfläche wird. Die anderen geben Gummi in Gelb mit vollem Tempo und können das so lange machen, bis dieser Buzzer gedrückt wird. Und dann ist Aline dran mit Fangen, ja, leichte Berührung, nee, doch noch nicht. Stark von Vincent, wie er sich da rauswindet. Wir sehen den Trichter, da ist noch ganz gut was drin. Schnapp zu, zweiter Catch und jetzt musst du wieder zum Befüllen. Also, jetzt Zeit wieder für das Team Gelb zu buzzern und zu punkten. Aline mit einem sehr, sehr guten ersten Durchgang. Die Jungs vor allen Dingen auch in Bewegung gehalten. Wir sehen schon, da hinten wird das Tempo so ein bisschen rausgenommen. Ja, taktisch auch gut. Man kann sich ruhig mal umdrehen, gucken, wo sind die gerade. Und vielleicht auch in dem Moment die Buzzer schließen, wenn die anderen gerade zudrücken wollen. Toll machst du das. Anstrengende 60 Sekunden hat sie schon in den Beinen. Und jetzt kommen die Hände wieder zum Einsatz. Jetzt musst du, genau. Verausgab dich nicht. Unnötig, du hast noch um die 20 Sekunden. Also musst das Ding auch nicht ganz voll machen. Mach's, wie du denkst. Sieht gut aus. Es wird durchgeschnappt. So, du hast noch 13 Sekunden Zeit. Das reicht. Jetzt schnapp dir welche. Einen. Den zweiten hinterher. Guck mal, Duell kommt auch nicht mehr gut weg. Super. Und jetzt kannst du dir einen von den anderen beiden wieder aussuchen. Pete oder auch Vincent, das war's. Wow. Stark. 29 Buzzerpunkte hat sich das Team
von Vincent insgesamt geschnappt. Eine erste Duftmarke, eine erste Marke, an der wir uns orientieren können. Wahnsinn, wie du das 90 Sekunden lang einfach durchgezogen hast. Wir wollen dich irgendwie doch auch nochmal sprechen hören. Ich bin gespannt, ob du schon wieder Puste hast. Hier drinnen hast du es auf jeden Fall sensationell gemacht. Mit dem richtigen Biss unterwegs gewesen. Da sieht man den Biss, den du hattest. Das Sandmännchen bekommt Konkurrenz. Es wird divers. Das Sandfrauchen, du hast es mega gut gemacht. Ich hoffe, du kannst sprechen. Man sieht hier schön, sah gerade schön, wie du dran geglaubt hast, alle nochmal zu erwischen. Ja, also wenn ich was mache, dann mache ich das richtig und bis zum Schluss. Dann das hast du sehr gut gemacht und du kannst sogar noch reden und sie kann immer noch grinsen. Ich finde das faszinierend. Aline, ruh dich aus. Und Jan, sag mir, geht's weiter bei dir? Sehr gerne. Wir haben das zweite Match bei Limited Damage. Team Christian fängt das Team von Pietro. Ich bin gespannt, wer da jetzt auch in die Manege geht. Die anderen kommen noch mal bitte zum Stabilisieren da an die Bande. Danke. Anne, guckst du dir noch mal an. Genau, du hast eben ein bisschen Anschauungsunterricht gekriegt. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Wir schlagen hier einmal drauf, gell? Genau. 3, 2, 1, catch. Na, da geht viel Sand verloren. Ja. Lieber ein bisschen ruhiger, langsamer, aber es sieht gut aus. Ja, wow, in 8-9 Sekunden befüllt. Das ist mit der schnellste, aber sie schnappt ihn sich einfach, den Benny. Guter Move, aber so wahnsinnig weit kommt Robby dann auch nicht. Pietro ist noch dran, genau, nimm ihn dir. Das schaffst du noch rechtzeitig. Fantastisch, du hast ihn 3 Punkte geklaut, Becher gegriffen und weiter geht's. Ungefähr 10 Sekunden dauert, bis man den Trichter voll hat, wobei bei ihr würde ich eher auf 7 reduzieren. Pietro, ja, den kannst du dir wieder schnappen, wenn du jetzt jemand anderen in der Zwischenzeit kriegst. Jetzt kannst du auch auf Pietro wieder gehen, such sie dir aus oder du hast die beiden da vor der Linse. Jetzt musst du zum Trichter, der Weg ist relativ weit, du hast aber noch über 30 Sekunden Zeit, du bist sehr, sehr gut unterwegs, Anne. Weltklasse-Fechterin, die das aber auch hier mit dem Sand, mit der Sanduhr und mit dem Fangen gut hinbekommt. Ja, beiß nochmal, 20 Sekunden die letzten. Pietro versucht irgendwie stehen zu entkommen, das gelingt überraschenderweise nicht. Und jetzt noch einmal kurz Luft holen, Kraft tanken für die letzten Sekunden. 10 Sekunden hast du noch, ja? Und komm, Pietro nochmal. Der kommt nicht mehr weg. 3 Sekunden, 2, 1, ja, schade. Genau richtig, da versuchen unten nochmal durchzuwischen. Aber du hältst sie bei 26 Buzzerpunkten. Es ist auch ein sehr, sehr guter Wert. Die Frauen machen das großartig. Gilt in diesem Fall für Anne. Da läuft es noch ganz fluffig für Pietro, der dann aber merkt, dass er ausgeguckt wird. Sehr schöner Lauf. Anne, du bist Fechterin, schnelle Beine, du kannst gut zustechen, aber du hast auch wahnsinnig schnelle Hände. Du hast gut geschaufelt und sehr gut gecatcht. Ja, man ist ja irgendwie immer so im Tunnel und ich habe nur mitgekriegt, am Anfang ist richtig viel Sand auch daneben gegangen, aber ich glaube, es war ganz okay, ja. Du warst nicht nur im Tunnel, du hast auch einen Tunnel gegraben und Jan, du bist ganz oben auf dem Gipfel und da wollen wir wieder hin. Jan Platte. Dann her zu mir. Silke macht sich auch schon bereit. Die wird jetzt catchen fürs Team Gelb. Und wir haben Kathi, wir haben Matze und wir haben Andi, die weglaufen. Also, wir freuen uns auf Limited Damage. Lauf 3. Soll ich schon nehmen? 3, 2, 1, catch. Schnelle Hände gefragt, aber dann eben auch schnelle Füße. Der Trichter voll und es wird draufgehauen nach 8 Sekunden. Andi ist der Erste, der dran glauben muss. Kathi ist die Zweite. Jetzt kannst du dir von den anderen beiden schnappen, wen du willst. Wieder Andi. Babe, was macht sie? Wahnsinnig. Das sind 4 Catches in allerkürzester Zeit. Gleich haben die keinen Buzzerpunkt mehr. Wahnsinn, Silke. Ja, und das ist super. Du bist sofort wieder am Trichter. Das Auffüllen geht gut. Catch. Fantastisch bis hierhin, wie sie das macht. Als Erstes Kathi. Leichter Touch, aber auch der zählt. Und jetzt, Matze, der ist so groß, der kommt da natürlich nicht mehr weg. Nochmal Kathi. Andi.
tanzt seine Pirouette, die Entkommenspirouette aufs Parkett. 40 Sekunden noch, Silke. Catch. Das ist clever, finde ich. Die macht das Ding nicht ganz voll, sondern bricht den Rhythmus der Läufer. Einfach gut. Wir sehen die Anstrengung im Prinzip bei jedem. Wenn wir da mal kurz ins Gesicht gucken, nee, dieser Escape-Move geht nicht gut. 20 Sekunden. Kurz durchschnaufen, Silke. In Ruhe befüllen. Und dann mit den letzten Kräften in die letzten, catch, was gibst du dir? 13 Sekunden. Ja, sie ist so gut unterwegs, sind 21 Buzzerpunkte und sie wird dann noch ein, zwei abziehen. Das sind die letzten Sekunden, 20 Buzzerpunkte, ja. Und sie hat sich's verdient. Das ist ein bisschen easy. In a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just want. Ich glaube, Ed, Christian und Olli, die sich da nochmal besprechen, wissen schon, was auf sie zukommt. Es ist Dean, der da schon so ein bisschen rumtigert und lauert. Ich drehe einfach nur ab. 3, 2, 1, catch. Die drei Jungs kommen gut los. Christian hat insofern gut, na, wobei er da gleich ein erstes Mal stolpert, um Gottes Willen. Und dann wird Dean losgelassen, weil er eigentlich am weitesten weg ist von Dean. Was hat Dean bitte vor? Vielleicht landen die im Minusbereich. Du musst befüllen, okay. Der Kerl spielt halt so unfassbar gerne fangen. Alle Jungs aus seiner Footballmannschaft da. Da fliegt dir viel Sand raus, Dean. Catch. Lieben es, sich mit ihm warm zu machen. Boah, was für eine Drehung mal eben aus dem Stand. Er hält sie auf jeden Fall jetzt auch weit weg von den Buzzern und sorgt für viel Unordnung und Unruhe. Der Catch ist da, du musst befüllen, Dean. Du machst es gut. 15 Buzzer haben sie bislang. 17, 18, jetzt sammeln sie ein bisschen. Catch. Jetzt ist es dein Job, da wieder Punkte zu klauen. Gut zugeschlagen. Christian geschnappt, die Uhr, die Sanduhr rennt gnadenlos runter. Ja, vielleicht zählt er. Jetzt musst du auf jeden Fall wieder ran. Guck, dass dir nicht so viel Sand verloren geht. Gut auffüllen, komm ein bisschen wieder in Puste. Nee, er gönnt sich nichts. Er gönnt sich einfach gar nichts. Ed mit klasse Bewegung. Und das kostet natürlich dann Kraft für Dean. Er hat jetzt an Geschwindigkeit verloren. Du musst zum Trichter zurück. Du hast nur noch 15 Sekunden. Nee, komm. Oh, wenn er da noch mal ein bisschen Sand reinkriegt. Die letzten 10, die letzten 10, Dean. Und jetzt noch mal, komm noch mal, lauf. 5 Sekunden, 3, 2, 1. Der 1 schnappt da hinten noch weg. Aber es sind dann 33. Unfassbar gut begonnen, Dean. Aber dann verließen ihn die Kräfte. 33 Buzzerpunkte fürs Team Lila von Team Captain Christian. Hier noch richtig intensiv bei der Catch-Arbeit, Dean. Ja. Christian kriegt ein bisschen was ab. Olli wird geschnappt. Der Stolperer mit eingepreist. Boah, sehr intensiv in jedem Fall. Das sieht schmerzhaft aus. Du kannst von Glück reden, dass der neben dir gelandet ist. Das ist der Bagger mit den meisten PS. Aber ihr habt ihn ganz gut. Seid ihr gut davon gelaufen? Ja, also wir hatten eine ganz gute Taktik. Wir haben, konnten bei den anderen ja schon gucken, wie die es gemacht haben. Ich außen war nicht schlecht, Dean schön am Laufen halten. Und dann hat es am Ende, glaube ich, ganz gut geklappt. Die beiden haben es natürlich überragend gemacht auch. Ich war auch dabei, also war perfekt. Du hast dich gut geschlagen. Und Dean, da am Ende ist dir ein bisschen die Kraft ausgegangen. Es ist halt auch viel, was da zu versorgen ist, oder? Ja, das stimmt natürlich. Aber nichtsdestotrotz muss ich mein Bestes geben. Ich hoffe, es hat gereicht. Und ja, mal schauen. Du hast ja auch jedes Mal, man hat ja auch jedes Mal Angst, wenn Dean auf einmal buzzert und auf einmal läuft der auf dich zu. Ja, da willst du auch relativ schnell weglaufen. Da, kommt, also von da, kriegt, daher. Man, da kriegt man nochmal eine zweite Kraft. Ja, ja, auf jeden Fall. Ruht euch aus. Andrea, die Punkte, wie sieht's aus?
Ja, wir schauen uns erstmal an, wer wie oft gebuzzert hat. Und da hat sich die Kraft von Christian wirklich ausgezahlt. 33 Mal gebuzzert, Team Vincent 29, Pietro 26, Kati nur 19 Mal. Das wandeln wir jetzt um in Punkte. Da gibt es dann 20 für Christian, 10 für Team Vincent und für Pietro gibt es noch 5. Und es gibt diesmal keinen Bonus. In diesem Spiel ist kein Bonus geplant. Wir schauen jetzt mal auf den Gesamtpunktestand, was sich da wie verändert. Endlich paar mehr Pünktchen für Team Vincent Weiß. Wir addieren das zusammen und dann bleibt das Schlusslicht. Aber dafür springt Team Christian nach ganz oben.